Ja, vielen Dank, lieber Heinz, für die tolle Begrüßung. Ich muss auch sagen, ich bin an sich fast überwältigt. Viele von Ihnen sind schon jahrelang Gäste bei unseren Veranstaltungen. Sie wissen, wir haben zu diesem ersten Septemberwochenende immer die Veranstaltung Stele à la carte, gepaart mit dem Aschpark, mit der Ultramarelli. Und wie das manchmal so spielt, in Großstädten sind viele Dinge passiert, NRW-Tag, Essen Original, Gourmet-Malen. Und wir sind auf einmal gezwungen gewesen, unser Konzept zu überdenken. Und haben dann gesagt, wir packen alles in einen großen Topf, mischen alle den Rum, machen viel Musik. Und so ist dann das erste Musikfestival Ruhr entstanden. Wir werden 10 Tage, jeden Tag oder jeden Abend auf dieser Bühne Musik präsentieren, Musik für alle Altersklassen aus allen Musikgenres, egal ob Schlager, ob Jazz, ob Shanty, für jeden Geschmack hoffen wir, das Richtige zu treffen. Nutzen Sie die Gelegenheit, besuchen Sie uns oft, bringen Sie Appetit mit, nutzen Sie so Einrichtungen wie verkaufsoffener Sonntag, denn auch in Stele kann man ganz toll einkaufen und so, denke ich, kann das Motto mal überlegen, schlemmen, feiern und genießen, voll erfüllt werden. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir für den heutigen Abend, für die Premiere des Musikfestivals überhaupt eine Gruppe verpflichten konnten, die ich in Wattenscheid kennengelernt habe. Die Rock Classic All Stars. Ich habe einen Tipp bekommen hier aus Stele von einem Musikfan, der gesagt hat, das ist die Gruppe, die müssen wir unbedingt nach Stele holen. Und die haben tolle Verbindungen zu Sängern. Und ich hoffe, dass der heutige Auftritt, der sicherlich mit einem weiteren Höhepunkt laufen wird, mit Greg Bendis von den Hot Chocolates, der Beginn vieler Veranstaltungen sein wird, weil die Gruppe kennen, wissen, dass aus vielen, vielen Gruppen es Kontakte zu Sängern gibt. Und ich darf Ihnen zumindest an schon verraten, der Start Weihnachtsmarkt wird auch mit der Gruppe laufen und da haben wir ganz viele Überraschungen vorbereitet. Ja, üblicherweise möchte ich mich natürlich bei dieser Gelegenheit bei allen Helfern, Sponsoren bedanken, ohne den Einzelhandel, ohne die Geschäfte, ohne die finanzielle Unterstützung, die alle aus privater Hand kommen, kann man natürlich solch ein Festival nicht auf die Beine stellen. Hier gilt also allen ein besonderer Dank. Vor allen Dingen, in dem Fall muss ich eine Person hervorgreifen, die auch noch aus Wattenscheid kommt. Das ist unser Geschäftsführer, Herr Greifenberg, was sie vorher ist. Er steht bestimmt jetzt hier. Familie Greifenberg, vielen Dank für eure tolle Unterstützung. So, damit wäre ich so ziemlich durch. Ich darf Ihnen heute und die nächsten 10 Tage tatsächlich wünschen, genießen, schlemmen und feiern Sie und genießen Sie das, was jetzt in den nächsten Tagen passieren wird. Viel Spaß, Dankeschön. So, wir machen nun weiter. 2,5 Stunden Rock'n'Roll. Gleich wird auch Greg Bennis kommen. Viele internationale Leute hier auf der Bühne. Viel Spaß bei unserem Programm.